Hallo zusammen, da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Tomb Raider Templar's Secret am Rand des Abgrunds. Ja, ich glaube, wir haben hier ein ganz anderes Problem als den Abgrund, und zwar Spießer an der Decke, die hier wahrscheinlich uns aufspießen werden. Das sind ja tolle Aussichten hier am Folgenbeginn. Ja, und die Frage ist jetzt, kann man da rein? Muss man hier runter? Muss man da einen Schalter drücken? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur die Befürchtung, dass, wenn wir hier reinspringen, die Spieße... Aua! Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ah ja, mach diese Luke auf. Da müssen wir wahrscheinlich rechtzeitig rein. Aber wir sind ja schlau. Wir lassen die einfach mal durchlaufen. Und dann kann man nämlich vielleicht auch noch hier oben irgendwie reinkommen. Aber das hat jetzt schon ganz schön viel Leben gekostet hier. Aber jetzt kommen wir wenigstens so da rein. Ob das jetzt so gedacht ist, weiß kein Mensch. Oh Gott. Ich höre schon wieder Spieße, aber irgendwie bewegt sich Lara nicht vom Fleck. Ja, Spieße. Und jetzt? Hallo? Komme ich hier raus? Okay, soll das jetzt hier... Was soll das? Ach, das ist auch eine gute Idee. Ich wollte eigentlich hier rüberspringen, aber... Ja, da kommt man nämlich nicht so mit den Spießen in die Berührung. Es sei denn, man verkackt hier so wie ich. Ach nee, man kann dann... Hier durch. Ist die Frage, welchen Weg gehen wir am ehesten? Den mit dem Schalter da runter oder den hier hoch? Ich glaube, dass der mit dem Schalter nach unten wahrscheinlich der Weg ist, der eher zu einem Geheimnis führt. Ich denke schon wieder an Geheimnissen, ich weiß. Aber wir probieren das jetzt mal. Weil das nämlich der schwierigere Weg ist. Da Fuß zu fassen. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das richtig war oder ob wir den anderen Weg hätten gehen müssen. Ziemlich gute Frage, würde ich mal sagen. Das Level ist schon komisch. Was haben wir denn da eigentlich für ein Loch? Ah ja, da kann man reinspringen. So nicht. Ach, da ist sogar eine Hangelstrecke an der Decke. Aber wir probieren trotzdem nochmal, hier irgendwie rüber zu kommen. Weil ich glaube, das geht. Da ist nämlich so ein Fußpfad, oder wie das aussieht. Aber den packt sie nicht, ne? Nee. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich eher dann hier rüber. Oder in den Abgrund, wie das Level auch heißt. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin echt überfordert. Ich weiß nicht, welchen Weg ich wählen soll. Wir nehmen jetzt einfach erstmal den einfachen. Mit dem Medipack. Wo der auch nicht viel einfacher ist. Mir ist der irgendwie sympathischer. Also ich speichere jetzt hier mal auf einer anderen Stelle, dass man hier gegebenenfalls wieder zurück kann. Falls es dann da weitergeht oder so. Aua, egal. So. Und jetzt schnell hier runter. Schnell, Lara. Was ist an dem Wort schon wieder nett zu verstehen? Diese Frau macht mich fertig. Ja, klasse. Das war auch nix. Aber geht schon. Wir warten jetzt nochmal ein bisschen, bis das hier... Was war das? Laras Mund. Von innen haben wir gerade gesehen. Da, seht ihr es? Hier, da ist der Mund von Lara. Ist ja witzig. So, dann nochmal hier rüber. Und jetzt probieren wir das mit dem Medipack mal besser hinzubekommen. So, jawohl. Und direkt hier rein. Kleines Medipack. Aua. Ich schätze eher, dass das der Secret-Weg ist, weil das echt knapp bemessen war.
Das arme Skelett sitzt da einfach an der Wand drin. Und das andere hängt an der Wand. Das sind ja Zustände hier. Kann es nicht glauben. Hier sind ganz viele verschlossene Tore. Das ist aber offen. Schon wieder Spieße. Ist es jetzt auch mal gut? Ich finde, mit diesen Geräuschen ist es auch bald mal gut. Muss man denn immer so übertreiben? Wir speichern jetzt mal hier. Ich habe nämlich echt keine Ahnung, was jetzt hier richtig ist und was falsch. Ach, eine Rakete. Und jetzt sterben wir. Ich bin ja echt ein bisschen überfordert momentan. Und weiß nicht, welcher Weg der richtige war. Das war schon mal besser. Wir nehmen auch gleich noch mal ein kleines Medipack. Nehmen die Rakete. Und schnell hier hoch. Okay, das ging ja. Ah, nee, doch, gut. Huiuiui, das ist ja richtig anstrengend hier. Jetzt kommt man... Wo kommt man jetzt hin? Was ist das für ein Raum? Uzzis. Uzzi-Munition. Immerhin. Wir haben ja die Uzzis schon. Wir brauchen ja keine zweite. Geht ja bei Tomb Raider 3 bekanntlich nicht. Ist auch nix. Also das Level hier hat's wirklich in sich. Okay. Ja. Nee, also das ist jetzt eindeutig nicht der Secret Weg. Das kann man jetzt ganz klar sagen. Das heißt, wir müssen dann doch den Weg hier unten nehmen. Dann wird das der Weg mit dem Secret sein. Oder es gibt wirklich zwei verschiedene. Und ich habe einfach keine Ahnung. So. Na, los. Oder willst du sterben? So, ich glaube, dass das hier der richtigere ist. Wenn wir das Secret haben wollen. Wenn es überhaupt eins gibt. Vielleicht gibt es auch wieder einfach zwei verschiedene Wege. Und es ist egal, welchen man geht. Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Aber man kann hier bestimmt irgendwie dran springen. Wir probieren das jetzt nochmal. Speichern wir mal hier... Wo speichern wir denn jetzt? Noch weiter unten drunter. Hier, Empty Slot, haben wir doch noch. Es verwirrt mich hier alles ziemlich sehr. Aber man kann sich bestimmt, also wenn, hier oben dann festhangeln. Yes. Dann machen wir das doch mal. Mal gucken, ob uns das hier auf den grünen Zweig führt. Weil dann hätten wir nämlich alle... Geheimnisse in diesem Level. Weil wir haben jetzt schon 2 von 3. Und wenn jetzt das dritte Geheimnis kommen würde, nur mal angenommen, ne? Wir wollen ja nicht zu viel erwarten. Dann hätten wir wirklich in diesem Level mal alle Secrets gefunden. Was auch unser Ziel war. Was ich am Anfang des Levels gesagt habe. Und das Viech kommt einfach mal durch die Decke. Ist genauso übernatürlich wie Lara, das Vieh. Was war denn das gerade? Also ein verschwendeter Schuss auf jeden Fall. Naja, hier geht eine Leiter hoch. Ich finde dieses Level halt einfach unheimlich. Ich kann's nicht ändern. Allein diese Geräusche. Wie ich immer wieder erwähnen muss. Wirklich furchtbar. Das macht schon echt Atmosphäre und das war gerade richtig, richtig knapp. Aber okay. Hat ja noch geklappt. Gerade so. Also ich finde, so richtig nach Secret sieht das hier auch nicht aus. Kommt jetzt nur von einem anderen Weg. Ist doch dasselbe hier, oder? Ja, das ist wieder das. Wir sind nämlich das letzte Mal von hier gekommen. Deswegen ist es echt egal.
Dann nehmen wir aber den anderen Spielstand. Ganz einfach, weil wir da ein Medipack gefunden haben, ein großes. Obwohl, wir haben auch kleine benutzt. Aber ist egal. Jetzt machen wir das nochmal. Also die beiden Wege, es ist wohl wirklich egal, welchen man geht. Das hat der Levelbauer hier wohl gerne gemacht. Mit diesen zwei Wegen, die nach Rom führen oder sonst wohin. Ich weiß es nicht. Hi. Uiuiui, das war knapp. So, jetzt nehmen wir nochmal ein kleines Medipack hier. Ich glaube, wir haben eh zwei verwendet und ein großes gefunden. Ist egal. Wir haben aber Munition gespart. 5 Schüsse auf der Desert Eagle. Das ist doch der wahre Grund hier. So, jetzt haben wir das rausgefunden. Und hier kam doch jetzt diese... Ach nee, erstmal Uzi-Munition. Und dann kam doch diese Monstergestalten schon wieder. Kennen wir ja mittlerweile. Die ziemlich anstrengend sind, aber die haben wir das letzte Mal ja gut mit der Desert Eagle aus dem Weg geräumt. Deswegen habe ich keine Angst mehr vor denen. Wir haben ja Lara auf unserer Seite. Aber hier speichern wir mal davor. Da kann nämlich trotzdem immer sehr viel schief gehen. Brauchen wir uns nur zweimal treffen, sind wir tot. Ja, oder so. Genau, die habe ich nämlich wieder vergessen. Und natürlich, die Lara wird von der Kugel überrollt und stirbt. Und diesen Kreaturen, die macht das gar nichts. Die Kugel läuft einfach durch. Wieder mal typisch. Eieiei. Ich muss ja wirklich sagen, das hatte gerade so ein bisschen Endgegner-Feeling. Krass. Uff. Das war mehr Glück als Verstand gerade. Ich wollte sie absichtlich auslösen, die Kugel, aber ist nicht damit gerechnet, dass sie so früh kommt. Und so schnell. Aber wir haben es ja alles überlebt. Alles gut. So, dann hier hoch mit uns. An der schönen Säule vorbei. Was soll das hier alles? Und was ist das hier überhaupt? Die Parallelwelt, ich weiß, die durch den Speer des Schicksals geöffnet wurde. Und Lara, ich glaube, wir sind schon ein großes Schrittchen näher dran am Speer des Schicksals. Ich glaube, wir haben ja nur noch ein Level, das weiß ich, aber ich glaube, dass es nicht mehr weit ist. Deswegen, wir kommen hier bestimmt langsam Richtung Ziel. Ah ja, okay. Das war jetzt blind, aber hat ja geklappt. Ja, ja. Bin mal gespannt, ob da ein Endgegner kommt. Und vor allem, was für einer. Bestimmt was Gruseliges, diesem Level nach zu urteilen. Ich habe sowas von kein gutes Gefühl gerade. Ich kann nicht erklären, warum. Das ist die Seite, wo wir vorhin vorbeigekommen sind. Also bei Weg Nummer 2, Variante 2. Ja. Das erinnert mich gerade sehr an Tomb Raider Poseidon Sanctum Reboot, The Way Out. Das ist natürlich mal gehörig schief gegangen hier gerade. Ich würde einfach nur gucken, ob da drunter was ist. Nein. Oh, ich bin ein Vollidiot. Dann halt nochmal. Und hier Kugel. Uff. Jetzt haben wir mehr Leben verloren. Egal. Dann nochmal die Leiter hoch. Ja, das war nämlich jetzt Fail. Ich wollte sagen, diese Stelle mit dieser Lava und diesen bröckligen Plattformen erinnert mich sehr an Tomb Raider Poseidon Sanctum Reboot. Die Stelle mit Curtis, wo wir da The Way Out und so hatten. Ne? Wo wir da auch mit der Lore gefahren sind. Und das war ja auch echt anstrengend. Ich hoffe, dass das hier jetzt nicht so anstrengend wird. Das muss ja nett sein. Ich hasse diese Hintergrundgeräusche. Ich find's echt
Ach. Aber das gehört dazu, zu dieser Atmosphäre. Also lassen wir sie über uns ergehen. So, und jetzt kommt wieder die Stelle hier. Speichern das Ganze vorher mal ab. Und springen. Ja, das ging ja. Obwohl, hier geht es auch um die Kurve, ne? Okay. Nein. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Na gut, dann halt nochmal. Ist hier auch noch was? Nö, ne? Du musst ja alles ausspekulieren hier. Oh. Vor allem versinkt Lara sehr schön in dieser Lava. Und liegt nicht so oben drauf wie auf so einem Brett. Das ist schön gemacht. Muss ich ja wirklich mal sagen. Okay, da hat jetzt ein bisschen was gefehlt. Und nochmal. Zack. Oh. Ja, der erste Versuch war irgendwie der beste, oder? Aber wir kriegen das ganz sicher hin. Und hepp. So. Nein. Das Problem hatten wir doch in dem Level schon mal, dass sie sich nicht hinhängt. Lara, willst du uns eigentlich verkackeiern hier? Ja, will sie. Definitiv. Unmöglich, diese Frau. Das Level ist erst schon anstrengend und gruselig und dann macht die uns auch noch das Leben schwer. Als ob das nicht reichen würde. Ja. Ich bin jetzt so zaghaft, weil ich das letzte Mal zu weit gesprungen bin. Wir machen jetzt mal weiter hier, dann kommen wir mit dem Sprung vielleicht besser hin. Ja, so. Und dran, jawohl. Mit Leitermusik natürlich, wie das sich gehört. Nein! Ich bin so ein Hornochse. Jetzt dürfen wir das nochmal machen. Ich fasse es nicht. Naja gut, was muss, das muss, ne? Ich dachte ja, man kann da irgendwo hin. Was wäre denn jetzt sonst noch die Idee gewesen? Aber jetzt kriegen wir das hin. Wenn man nicht zu spät abspringt. Ich würde sagen, das ist ein absoluter Fall für die nächste Folge. Bis dann, ciao.